Hallo und herzlich willkommen zurück zu Absoloth, End of Gods. Und wir müssen jetzt zurück zum Absoloth, um den, ja, zu schießen, beziehungsweise Loki entgegenzutreten, der da vielleicht noch irgendwo rumgeistert. So this is what the world has come to. A chaotic mess. It's rather beautiful in its madness. Hey, what's it like on Midgard? All right. You haven't actually seen the world. Well, it's bleak. Gray cities. Broken countries. I don't think I ever saw a future in Midgard that didn't involve complete destruction. That doesn't sound very appealing. Well, it wasn't all bad. Midgard is home. Well, it was home. People mostly toiled to stay alive, but everyone had something to hold on to in order to stay sane. What did you hold on to before all of this happened? Family. I had Sarah and Alice. Mm. They were more important to me than anything. Henrik, who is Alice? Alice was our daughter. She fell ill, and not even Borocorp could help her. The guild drove me and Sarah further, beyond the sights of humans, to find a cure for her. That's where we found the Absoloth, and with it, a voice in the machine. Loki. At first it was a blessing. He helped us cure Alice, and pushed the research and exploration to its peak. We were at the edge of pushing humanity beyond our limitations. Then he infiltrated our system from within. By the time I realized what he was doing to the staff, it was too late. The last resort was to trigger the emergency protocol and seal the entrance shaft. What happened to your family? Sarah must have died in the initial chaos. I probably knew it at the time. I heard her voice again. None of that mattered. The look on Alice's face when she heard her mother's voice again. All my suspicions just went away. So I listened to my wife and gathered as many people as I could and sent them out to look for those fucking keys. Alice wanted to help. Like everyone else, she never came back. I thought I could find her, and I could free her, but it was too late. I'm sorry, Henrik. Yeah, me too. Without my obsessive searching, none of this would ever have happened. Alas, when it's done, it's done. Now I need your help to fix this. Loki must be annihilated for the sake of everyone and everything in the Nine Worlds. I plead to you, you must destroy Loki. Okay, also sind wir nicht wirklich Alice. Wir sehen nur so aus wie seine Tochter. Anscheinend sind wir bei der Suche irgendwie, also die echte Alice ist bei, dem Versuch, Henrik zu helfen. Irgendwo wahrscheinlich auch gestorben, halt, wie er gesagt hat, sie ist halt mit auf Expedition gegangen und kam halt nie zurück. Und wahrscheinlich ist sie dann irgendwie Loki in Opfer in Hände gefallen oder einfach so gestorben, keine Ahnung, das ist jetzt irrelevant. Aber Loki hat es halt zu seinem perfiden Plan gemacht und hat halt mit Andersons Frau, mit der Stimme von Andersons Frau gesprochen. Zu Anderson und dann versucht seine, also Lokis Tochter, Hel, wieder zu beleben oder zurückzuholen in der Gestalt von Alice, also Andersons Tochter, was wir jetzt sind. Aber wir sind halt nicht Andersons Tochter, wir sind halt eine eigenständige Persönlichkeit, keine Ahnung, die halt Kräfte von Hel hat, aber aussieht wie Alice. Darum war auch Anderson so verwirrt. Sie haben mir gedacht, so, ah, sie sieht sogar aus und sie redet auch wie Alice.
absolut schon krank, dass Anderson dann einfach nur, um seine Theorie zu testen, also er hat seine Tochter verloren oder vermisst oder was weiß ich, dann findet er sie wieder. Ist ja schon so ein übelster Glücksgefühl wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber dann erwürgt er seine Tochter, die ja jetzt nicht wirklich seine Tochter ist, aber immerhin so aussieht und so klingt wie seine Tochter. Hätte auch wirklich seine Tochter sein können, die nur Amnesie hat. Das wusste er ja nicht. Zumindest nicht mit Sicherheit, glaube ich. Aber er erwürgt sie dann einfach. Okay, krasse Scheiße. Und da ist Loki. Huch. Kann ich aufladen? Jetzt kann ich aufladen. Bam. Boom. Der kann aber schnell rennen. I'm restimated you, my dear. You are finally everything I made you to be. Proof that your creation was truly a blessing. Let me see you wield those powers. Thank you. Ist der jetzt hier weg oder ist der jetzt? Wo ist der hin? Okay, ich guck mal, ob ich irgendwie hochkomme. Ich glaube aber nicht. Hier ist der Fahrstuhl, der ist auch blockiert. Okay, ich komme gar nicht. Wahnsinn, ich muss einfach dem Weg folgen hier, wo er lang ist. Okay. Ach nee, jetzt habe ich wieder so ein. Lang Ladeleck. Und eine sehr langsame Tür. Der größte Feind dieses Spiels ist einfach diese Türen. Besonders die hier. Und die da hinten. Eigentlich die ganze Zeit gemacht, während wir tot waren und auf der Suche nach Hals Kräften. Weil er die ganze Zeit beim Abschlaufen hat da Däumchen gedreht. Was willst du hier, hä? Und du? Könnt mich nicht aufhalten. Kräfte der toten Göttin selbst. Ganz vergessen. Hey. Weg mit dir. Gib mir deine Seele. Ach ja, die Frau wird die Paletten in den Weg gestellt. Okay, kann ich aufladen, aber ich bin ja eh voll. Au! Kommt hier noch ein Zaun? Oh. Und so, Revo. Das war ja eigentlich. Mistreated and underestimated. The gods underestimated me. Killed my sons and my daughter. Lock me up in that prison that you so kindly released me from. Look at me now. I outlived them all. An. Ich wollte gerade sagen, ja, bist du ein Gott und bist du sterblich, aber das stimmt ja nicht. Lokis Töchter, so hell, ist ja auch gestorben und sein Sohn anscheinend auch. Weiß ich nicht, aber wenn er das sagt, wird schon stimmen.
Aha, sind das also hier Loki-Masken? Da, das ist er. Wir hätten es ahnen können. Im Bart stand die Wahrheit. Das Bart bringt Weisheit. Vielleicht die Seele mit weggesprengt. Oh, gut. Wo rennt er jetzt eigentlich hin? Vielleicht zu Thor's Hammer? Ist der Weg zu Thor's Hammer? Kann sein, ne? Aufmachen. Günther. So. Und jetzt aber zumachen. Beziehungsweise das nächste Tür aufmachen, Günther. Dankeschön. Uah. My precious daughter. Don't do this. The gods of Asgard did whatever they wanted. They used the giant to build the Absolute so only they could travel between the worlds. They made Yggdrasil their playing field. I simply evened it. With 9 realms in union, a new world can sprout, untouched by their meddling. Don't listen to me! I see that your mind is corrupted by that pawn. This can only end one way. Mal gucken, ob das auf eine Art enden kann. Ich finde irgendwie lustig, dass jetzt ich als personifiziertes Mischling von den Tochter von diesen Zweien kämpfe. Die Fähigkeiten und Kräfte von Lokis Tochter und das Aussehen und ja, eigentlich nur das Aussehen von Andersen Tochter. Irgendwie lustig. Aber der versucht doch immer wieder, hä? Aua! Autsch, ich bin wieder gestorben. Was hat er jetzt eigentlich gerade gemacht? Struggle for nothing. What do they even have up there? Only nonsense of belonging. Misled at best. You bring nothing but suffering. Suffering is what they deserve. You're not going to leave this place, Loki. But you don't seem to understand, my dear. The eyes! Aim for the eyes! Und eine Mega-Zunge hat er. Okay, das ist vielleicht die gleiche. Einen kleinen Burst machen. Das reicht aus. Aua! Und auf die andere Seite gehen. Zack, Auge weg. Aua! Wer weiß jetzt trotzdem, dass ich da bin. Ah, hier. Oh, ich hab keine Seuche mehr. Okay, super. Dankeschön. In your face. Sind hier ein paar Seelen? Ja, du da. Hier mal deine Kraft. Hier sind die Würmer. Zack. Auge angeschmlabbert. Nein. Guck woanders hin. Kann ich dich so treffen? Ah, Mist. So nicht. Guck mal kurz ein bisschen. Aua. Hat einen Wurm angefressen.
rüber. Erwischt. Aua. Oh, der schubst den aber ganz schön weit weg. Jetzt ist er da rüber. Ich kann auch keinen Moment warten, wie ich mein Leben wieder regeneriert habe. Matsch. Hätte man nach dem Treffer Energie. Nach dem Treffer weißt du halt immer nicht, wo dein Suchscheinwerfer dann hinguckt. Das ist eine Schlange, hä? Eine Schlange, die wo eine Hand rausguckt. Quatsch. Aua. Kann es sein, dass sie zum letzten Punkt guckt, wo ich war? Ist ja möglich, ja? Lass mich in Ruhe hier. Den Würmer. Au. Ah, ich darf auch nicht zu nah rangehen. Aua, was war das? Ach, da war so ein Kackwurm. Oh, sind das erste Mal überhaupt gestorben. Also man konnte ja nie sterben. Oh, diese Würmer sind aber nervig. Ich glaube, ich muss die alle wegboosten. Nur eine Frage, ob ich das auch mit einem Kleinen machen kann. Der Große, der kostet zu viel. Zu viel Ladung. Woanders hin. Ich darf auch nicht zu nah in ihm ran, weil dann haut er mich auch. So. Eine Seele hier. Dankeschön. Aua. So. Ah ja, mach ich ja schon. So, was ist hier? Ah. Okay, ich muss ein aufgeladener Blast sein, sonst ist den Würmern ziemlich egal, was ich mache. Zack. Hey, die waren ja taub, blind, ne? Also. Aua. Wenn ich renne, dann kriege ich Probleme mit denen. Also so wenig wie möglich rennen. Mist, jetzt habe ich die Seele mit weggeberstet. Ja, danke schön. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Oh, da hat nur noch ein Auge hier oben. Oh, muss ich es nur dreimal machen, der klassische? Klassische Dreier? Ja, klassischer Dreier. Jetzt schrumpft er aber ganz schön zusammen. Dass er eine Mega-Gottgestalt war. Hm. Together over this new world as father and daughter. Loki is
is a lunatic. I wouldn't trust him for the entire world. Kill him, Hal, and rid us from all of his corruption. It's a bond between gods. It cannot be broken. If you take my hand, then we will equally share this world until the end of time. And I will never harm you again. The world can become magnificent again. If we work together... What are you doing? Destroy him! Think of all the suffering that you can stop with my power. You owe it to the people of the Nine Realms. Take my hand. Eigentlich ist der Loki ein ziemlicher... nur so ein ziemlicher Lügner, aber ich weiß gar nicht, was kann ich eigentlich machen? Ich kann dir jetzt mit E das Ding geben. Achso, ich muss... Achso, ich kann jetzt entscheiden, wenn ich die Kugel angucke, dann kill ich ihn wahrscheinlich. Und wenn ich ihn die Hand angucke, dann reiche ich ihm die Hand sozusagen. Was machen wir jetzt? Obwohl, ich habe ja diese Superkräfte. Ich brauche Loki eigentlich nicht. Ich kann ja nicht selbst die Welt regieren. Aber Loki ist ja ein guter, mächtiger Verbündeter. Aber er ist der Gott der Lügen. Ein Pakt mit dem ist eigentlich nie viel wert. Ach, ich weiß nicht, was soll ich machen? Zufall. You know, Loki wasn't wrong about the chaos this will bring to the world. The Nine Realms will in time grow into one. Loki's plan was a success, but he will not be allowed to rule the new world he created. That alone puts my spirit at rest, I guess. What will happen to everyone? In Midgard? I suppose Midgard isn't a thing anymore. The people will endure great suffering with these changes, but humanity will prevail. We always have. What I want to know is, what are you going to do? Helheim bows to your will now. With a realm of neither, there will be little stopping you. You could bring order to the chaos, Hel. Perhaps in due time. The dead will walk among the living. We'll see. Ich brauche keinen Loki, um das Ganze hier zu regeln. Fucking nochmal die Kräfte der Totengöttin. Nein, ich bin die Totengöttin. Original Concept bei Angry Demons Studios. Gut, ich würde sagen, das wären wir damit am Ende. Eigentlich jetzt im Ganzen ganz nettes Spiel, würde ich mal sagen, ne? Also gameplaymäßig eher so, naja, mittelmäßig ist, man rennt halt viel rum und versteckt sich. Jetzt nicht so viel, auch der Bosskampf jetzt zum Schluss, da war jetzt schon Elena Seroka. Das ist eine Grundsprecherin. Der Bosskampf zum Schluss, der war jetzt auch eher so... Ja, ich habe jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel mehr erwartet, weil die gegebenen Gameplay-Mittel, die man jetzt bis jetzt so hat, war halt ja nur dieser Handschuh-Burst. Was soll da jetzt schon groß kommen? Player, you! Dankeschön, ja! Ihr habt es kapiert! Ich bin der Spieler! Krasse Scheiße! Ja, gut. Danke fürs Spielen. Absolof. End of Gods. Kommt jetzt noch was? Der Abspann?
wake up! The Absolute has started Fimbulwinter, and Helheim has awakened from its slumber. Awaken Odin and get my hammer. We have to pay a visit to Helheim again. Das war Tor. Neuer Inhalt freigespielt. Freigeschaltet. Neues Spiel. Ah, New Game Plus anscheinend. Neues Spiel. Neuer Inhalt freigeschaltet. Gott, Schwierigkeitsgrad. Neuer Inhalt freigeschaltet. Konzeptart. Muss ich mal angucken. Freischaltbares. Achso, hier sind die. Gut, allzu viel habe ich noch nicht freigeschaltet. Was ist denn das hier? Auf Berserker, Berserker, Berserker beenden. Auf Gott, 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 Gott beenden. Alle Sammelgegenstände sammeln. Auf Gott, 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 Gott. Gut, jetzt haben wir auch zwei Handinsignien hier. Also diese Türaufmachdinger haben uns ja auch gefehlt. Keine Ahnung, wo die sind, aber naja, wie gesagt. So gefällt mir das eigentlich bei Spielen ganz gut, dass man halt was Sammelbares hat, was man sammeln kann. Ist so fürs Ego so ein bisschen, man kann wieder was sammeln. Aber ich glaube, wir haben jetzt dadurch nicht wirklich viel verpasst. Also vielleicht mal irgendwo mal eine Audiodatei, aber viel aus den Audios haben wir eh nicht gefunden. Der Hauptstory kam jetzt eh zum Schluss durch Gespräch mit Anderson. Der hat uns jetzt ja eigentlich alles erzählt. Der Rest ist ja einfach nur, was damals passiert ist, wo ja alles die Brüche ging mit den ganzen Forschern und so, wo die abgeblieben sind. Das waren ja auch bloß nette Nebendetails, aber halt wirklich nur Nebendetails, wo man jetzt nicht dachte, oh, da habe ich jetzt mehr noch erfahren von der Story. Gut, aber jetzt das Schluss, das klang ja fast so, als könnte es davon nochmal eine Fortsetzung geben. Wenn ja, kann es sein, dass ich hier sogar mal wieder dann spiele und wir uns dabei dann wiedersehen. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob da jetzt irgendwas schon geplant ist. Ich glaube, das Studio hatte noch einen Vorgängerteil, aber das war was ganz anderes. Das war irgendwo im Wald oder irgend sowas. Das hatte also ähnlich aufgebaut, aber nichts mit der Story hier an sich zu tun, soweit ich weiß. Auch ein ganz anderes Setting. Aber wenn es hiervon noch eine Fortsetzung gibt, könnte interessant werden. Allgemein fand ich die Story eigentlich ziemlich cool. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch es gefallen hat. Aber wenn eine Fortsetzung gibt, ob ihr die auch sehen wollt. Ob ihr vielleicht mal den vorhergehenden Teil, also das ist ja nicht der vorhergehende Teil von dem Spiel, sondern von dem Entwicklungsstudio vielleicht mal spielen sollte. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber das ist auch so, also vom, wie gesagt, vom Gameplay ist es ähnlich, nur halt ein bisschen anderes Setting. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann in den nächsten Videos zum nächsten Let's Play. Keine Ahnung, was das sein wird, seid überrascht. Ich bin's auch. Dann danke ich dafür, dass ihr bis hierhin da geblieben seid, dran geblieben seid, immer schön geliked, kommentiert habt. Und bis dahin, ciao, ciao.